Systeme, gerade bei dem Angriff auf Melitopol, das war ja ein Angriff aus weiter Ferne. Ja. Also sind das keine Basic-Waffen. Was sagt das aus über die Reichweite, auch wie weit die Ukraine inzwischen kommen kann? Ich sage zunächst mal, das ist besonders die Tragik, um nicht zu sagen die Grausamkeit dieses Krieges, dass die ukrainischen Streitkräfte sich jetzt gezwungen sehen, eigene Städte anzugreifen, eigene Menschen anzugreifen, denn man kann ja davon ausgehen, dass dort mit Masse nach wie vor Ukrainer und Ukrainerinnen sind. Insofern macht das die Tragik aus. Die Reichweite spielt zunehmend eine große Rolle, gerade in dieser Phase des Krieges. Wir haben im Allgemeinen dort in den ukrainischen Streitkräften Reichweiten von 80 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Wir haben neulich erlebt den Angriff auf russisches Territorium. Da waren sicherlich Raketen oder Drohnen im Einsatz mit erhöhter Reichweite. Es ist die Frage, inwieweit das jetzt zum Tragen kommt, um den Krieg dann auch vorwärts setzen zu können. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich rechne persönlich nicht, obwohl heute angekündigt, mit großen, umfassenden Offensiven, weil ich glaube, auch diese Witterungsbedingungen lassen das im Grunde genommen nicht zu, auch wenn wir in Deutschland solche Temperaturen gar nicht kennen. Roland Carter, ganz herzlichen Dank. Bitte. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.